Die Tempelritter. Orden voller Geheimnisse. Sie prägen Krieg und Politik im Mittelalter. Dann, fast über Nacht, endet ihre Macht. Um die Ritter des Ordens ranken sich bis heute Legenden und Rätsel. Ihr weißer Umhang mit dem roten Kreuz. Sagenhafte Reichtümer. Ihr Kampfgeist und ihre Disziplin. Sie waren die Elitetruppe des 12. Jahrhunderts. Wie kam es zum tragischen Ende der Templer? Vorbereitung und Logistik waren enorm aufwendig, zumal die Templer nichts davon ahnten. Experten erforschen die einzig verbliebenen Schriftzeugnisse dieser Zeit. Sie enthüllen das Komplott des französischen Königs zur Vernichtung der Templer. Die Anschuldigungen waren ungeheuerlich. Sie verbreiteten sich in ganz Europa. Die Templer sollen bizarre und unchristliche Dinge getan haben. Die Menschen waren schockiert. Von Verhaftung und Folter der französischen Templer bis zur Hinrichtung des letzten Großmeisters. Eine skrupellose Verschwörung. Der Untergang des Templerordens. Es sind Ritter, die zu reich und zu mächtig wurden und schließlich auf dem Scheiterhaufen enden. April 1291. Akkon wird von den Mamelucken belagert. Sultan al-Ashraf Khalil steht mit seiner Armee von 220.000 Mann vor den Toren der nördlich von Jerusalem gelegenen Stadt. In Akkon befinden sich 30.000 Menschen, darunter 14.000 Soldaten und ein paar hundert Tempelritter. Mitglieder einer Bruderschaft, die Anfang des 12. Jahrhunderts entsteht. Ihre Mission? Der Schutz der Christen im Heiligen Land. Fast 200 Jahre nach ihrer Gründung und 8 Kreuzzügen sind die Kreuzfahrerstaaten beinahe verschwunden. Aufgerieben zwischen Mongolen und Mamelucken. Akkon ist eine der letzten großen christlichen Städte im Nahen Osten. Seit einem Jahrhundert befindet sich hier der Sitz der Templer. Am 18. Mai 1291 greift das Heer des Sultans an. Der Templer-Großmeister Guillaume de Beaujeu stirbt im Kampf. 10 Tage später fällt Akkon an die Muslime. Das Heilige Land war verloren. Dies war die letzte christliche Hochburg. Ihre größte Ausdehnung hatten sie wahrscheinlich in den frühen 1140er Jahren. Danach haben die Christen stetig Land und Städte verloren. Der Verlust von Akkon war eine Katastrophe. Alle wurden massakriert. Der Fall von Akkon im Jahr 1291 markiert das Ende der Kreuzfahrerstaaten. Die wenigen verbliebenen Orte wurden fast unmittelbar danach geräumt. Ende des Sommers 1291 haben die Muslime alle christlichen Besitztümer im Heiligen Land erobert. Die überlebenden Templer ziehen sich zurück. Zypern wird ihr neues Hauptquartier. Der Rückzug der Templer nach Zypern war nicht das Ende ihres Kampfes um das Heilige Land. Sie schmiedeten sofort Pläne für ihre Rückkehr. Die Tempelritter verließen Akkon nicht unvorbereitet,
Der Orden hatte seine Schatzkammer und Archive bereits evakuiert. Im Frühjahr 1292 wurde auf Zypern ein neuer Großmeister gewählt, Jacques de Molay. Bei seiner Wahl ist der 23. Großmeister des Templerordens vermutlich Ende 40. 20 Jahre hat er als Kämpfer im Heiligen Land verbracht. Jacques de Molay war kein Mann der Diplomatie. Als Soldat war Politik nicht seine Stärke. Für ihn hatte der Orden nur eine Mission: den Kampf zur Verteidigung Jerusalems und des Glaubens. Nach der verheerenden Niederlage der Templer steht Jacques de Molay vor einer gewaltigen Aufgabe. Die Templer waren ein Kreuzritterorden, gegründet zum Schutz des Heiligen Landes. Dessen Verlust nahm ihnen die Existenzgrundlage. Schon 1293 reist Jacques de Molay durch Europa, um den Papst und die Könige von der Möglichkeit zu überzeugen, das Heilige Land zurückzuerobern. 15 Jahre lang arbeitet er unermüdlich daran, die bewaffnete Präsenz auf Zypern aufrechtzuerhalten, bereit, wieder in den Kampf zu ziehen. Im Jahr 1306 ändert ein Ereignis den Status quo. Der neue Papst, Clemens V., beauftragt Jacques de Molay, einen Bericht zu verfassen. Er soll die nötigen Voraussetzungen für einen neuen Kreuzzug erläutern. Als Clemens V. ihn 1306 um seine Meinung zu einem neuen Kreuzzug bat, dürfte er sehr zufrieden gewesen sein. Seine Politik der letzten 15 Jahre trug endlich Früchte. Bereit, alles für einen neuen Kreuzzug zu tun, trifft Jacques de Molay Anfang 1307 in Frankreich ein. Er ahnt nicht, dass er niemals in den Nahen Osten zurückkehren wird. Er ist der 23. Großmeister des Templerordens und er wird sein letzter sein. Im Hintergrund planen zwei Männer über Monate hinweg eine Verschwörung: die Vernichtung des Templerordens. Diese Männer sind Philipp IV., König von Frankreich, auch bekannt als Philipp der Schöne. Und Guillaume de Nogaret, sein engster Berater. Philipp der Schöne sitzt bereits seit über 20 Jahren auf dem Thron. Er ist auch als der Eiserne König bekannt. Philipps Persönlichkeit ist geheimnisvoll, vielleicht noch undurchschaubarer als die Geheimnisse der Templer. Ein extrem unzugänglicher Mann von erschreckendem Temperament. Er wusste, wie man die öffentliche Meinung manipuliert. Ein moderner König. Dem König zur Seite steht Guillaume de Nogaret. Guillaume de Nogaret kümmerte sich um wirtschaftliche, finanzielle und politische Belange, um Konflikte mit örtlichen Kirchengemeinden und den Bischöfen. Er war eine Art Premierminister mit einer globalen Vision für das Königreich. Die beiden Männer haben viele Gründe, den Orden zu Fall zu bringen. Philipp der Schöne betrieb eine aggressive Territorialpolitik sowohl nach Süden Richtung Lyon als auch nach Norden Richtung Flandern.
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts befand er sich im Krieg mit dem flämischen Adel. Das kostete ihn viel Geld. Im Jahr 1307 stand das Königreich Frankreich am Rande des Bankrotts. Der König steckte bis zum Hals in Schulden bei ausländischen Bankiers. Das französische Königreich war fast pleite. Würde er den Orden zu Fall bringen, dann hätte er Zugriff auf dessen Geld. Zumindest dachte er das. Angesichts der desaströsen Finanzlage wäre das Geld der Templer ein Glücksfall für Philipp IV. Tatsächlich greift der eiserne König den Templerorden vor allem aus politischen Gründen an. Anfang des 14. Jahrhunderts strebt der König die absolute Autorität an. Im ganzen Land, um jeden Preis und zum Nachteil eines Mannes, dem Papst. Mit der Vernichtung des Templerordens würde die Macht des Papstes und der Kirche geschmälert und die des Königs gestärkt werden. Philipp IV. Strebte nach einem Staat, in dem der König über allem steht. Das bedeutet, der König erhält seine Macht direkt von Gott, nicht vom Papst. Der Papst als Mittelsmann zwischen Gott und dem König wurde so überflüssig. Die Templer passten nicht in diese Vision einer neuen, modernen Welt. Sie waren Teil der Vergangenheit. Als Philipp nach einem Weg suchte, die Macht der Kirche zu untergraben, boten sich die Templer als Ziel an. Sie waren im Königreich zahlreich vertreten und durch den Zusammenbruch der Kreuzfahrerstaaten geschwächt. Die Templer-Affäre wurde von der französischen Krone geplant, um das Papsttum zu schwächen. Der Orden war nur dem Papst Rechenschaft schuldig. Er war seine größte Hoffnung im Heiligen Land und eine seiner privilegiertesten Schöpfungen. Um die Templer zu Fall zu bringen, verfolgen Philipp IV. Und Guillaume de Nogaret einen perfiden Plan. Einige Monate vor Jacques de Molays Rückkehr nach Europa berichten sie dem neuen Papst Clemens V. über angebliche skandalöse Gerüchte. Demnach seien die Templer in Wahrheit Ketzer. Ketzerei war damals das schrecklichste Verbrechen, das es gab. Ein Verbrechen gegen den Glauben. Den Templern wurde vorgeworfen, Christus zu verleugnen. Bei ihren Initiationsriten würden die Mitglieder zur Sodomie angestiftet. Statt für den Glauben zu kämpfen, würden die Templer ihn tagtäglich beleidigen. Ob wahr oder nicht, Gerüchte über den Orden kursierten, seit es ihn gab. Die Templer waren extrem geheimniskrämerisch. Sie lebten in ihrer eigenen privilegierten Blase. Als dann diese Anschuldigungen aufkamen, wirkte sich das nachteilig aus. Die Menschen wussten ja nichts über die Initiationsrituale der Templer. Guillaume de Nogaret trug Zeugenaussagen und Beweise zusammen. Falsche Beweise, konstruierte Vorwürfe, eine Liste möglicher Anschuldigungen gegen die Templer. Es war das Jahr 1306 und diese Gerüchte zogen immer weitere Kreise. Unter strengster Geheimhaltung verfassen König Philipp und Guillaume de Nogaret einen Haftbefehl.
Eine Originalkopie dieses Dokuments in lateinischer und französischer Sprache lagert im französischen Nationalarchiv in Paris. Die Worte sind mit Bedacht gewählt und die Anschuldigungen äußerst schwerwiegend. Fünf maßgebliche Gründe wurden für die Verhaftung angeführt. Der erste ist ein besonders abstruses Initiationsritual. Der Anwärter wird hinter den Altar geführt. Dort zeigt ihm der Meister das Kreuz, die Figur unseres Herrn Jesus Christus, und weist ihn an, dreimal darauf zu spucken. Bei einem zweiten Ritus soll der Kandidat den Offizianten, der ihn zum Templer ernennt, auf die Oberseite des Gesäßes küssen. Ein sehr bizarrer, obszöner Kuss. Drittens sollen die Templer zu homosexuellen Praktiken ermutigt worden sein, damit sie keine fleischliche Vereinigung mit Frauen haben müssen. Da sagte ihm der Meister, dass er es nach den Ordensstatuten annehmen müsse, wenn ein Bruder sich mit ihm fleischlich vereinigen wolle. Sie sollten also ein Verbrechen begehen, das Ketzern vorgeworfen wird, Homosexualität. Außerdem wurden sie der Götzenanbetung bezichtigt und damit der Hexerei. Der letzte Vorwurf, die Kapläne des Ordens würden zur Kommunion ihrer Mitglieder die Hostie nicht weihen. Damit würde die Messe nicht orthodox ablaufen. Um den Vorwurf der Häresie zu rechtfertigen, wurden also diverse ketzerische Rituale angeführt. Da ein schwerwiegender Verdacht besteht und nur so die ganze Wahrheit aufgedeckt werden kann, haben wir verfügt, dass in unserem Reich alle Mitglieder des besagten Ordens festgenommen, gefangen gehalten und dem Urteil der Kirche unterstellt werden sollen. All ihr Eigentum, beweglich und unbeweglich, wird beschlagnahmt, unter unsere Hand gestellt und treu bewahrt. Der Haftbefehl betont, dass die Operation streng geheim bleiben muss. Am 14. September 1307 wird der königliche Befehl in alle Regionen des Französischen Reichs verschickt. Er wird den Landvögten und Seneschallen des Königs persönlich zugestellt. Sie haben die Aufgabe, die Festnahmen vorzubereiten. Einen Monat später klopft es zeitgleich an die Tore jeder Templerkomturei des Landes. Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, wurden die Templer auf Befehl des Königs in ganz Frankreich festgenommen. Vermutlich rührt daher der Aberglaube, dass ein Freitag der 13. Unglück bringt. Es war definitiv ein schlechter Tag für die Templer in Frankreich. Vorbereitung und Logistik waren enorm aufwendig, zumal die Templer nichts davon ahnten. Auch Jacques de Molay, 23. Großmeister des Ordens, wird festgenommen. Die Soldaten erschienen im Morgengrauen vor den Toren des Pariser Hauptquartiers. Sie verhafteten alle 138 anwesenden Templer. König Philipp und Guillaume de Nogaret war klar, dass ihr Handel nicht durch das Gesetz legitimiert war. Die Verhaftung der Templer lag außerhalb der königlichen Zuständigkeit. Die Templer waren ein kirchlicher Orden. Daher hatte er kein Recht, sie festzunehmen. Er behauptete jedoch, im Interesse der Kirche zu handeln. Auf diese Weise rechtfertigte er sein Tun.
In Erwartung der Reaktion des Papstes brauchen die Männer des Königs schnelle und unanfechtbare Geständnisse. Dafür setzen Philipp der Schöne und Guillaume de Nogaret auf eine unübertroffene Methode: Folter. Am 19. Oktober 1307 beginnen die Verhöre. Offiziell durfte kein Blut vergossen werden. Sie durften zwar niemanden aufschneiden, aber sonst war fast alles erlaubt. Es war äußerst brutal. Die Verhörprotokolle der in Paris inhaftierten Templer werden im französischen Nationalarchiv aufbewahrt. Auf einer Schriftrolle aus 44 zusammengenähten Ziegenhäuten sind die Geständnisse der Gefangenen niedergeschrieben. In der Mitte der Schriftrolle findet sich der Vernehmungsbericht des wichtigsten Gefangenen: Jacques de Molay. Im Namen Christi, Amen. Alle sollen wissen, dass im Jahre des Herrn 1307, am 24. Tag des Monats Oktober, Bruder Jacques de Molay, Großmeister des Ordens der Tempelritter, vor uns erschien. Er schwor auf die heiligen Evangelien Gottes, nichts als die reine und schlichte Wahrheit zu sprechen. Bis heute weiß niemand, ob und wie Jacques de Molay gefoltert wurde, damit er die folgenden Worte sagt, die im Vernehmungsprotokoll der Notare des Königs niedergeschrieben sind. Ich, Jacques de Molay, wurde vor 42 Jahren in Bonn in den Templerorden aufgenommen. Der, der mich aufnahm, brachte ein Kreuz mit dem Bildnis Christi und befahl mir, Christus zu verleugnen. Das habe ich widerwillig getan. Mir wurde befohlen, auf das Kreuz zu spucken, aber ich habe auf den Boden gespuckt, nur einmal. Mir wurde nie gesagt, ich solle mich fleischlich mit meinen Brüdern vereinigen, und ich habe es auch nie getan. Jacques de Molay erklärte, oder besser gesagt bekannte unter Folter, dass er Christus verleugnen und auf das Kreuz spucken sollte. Das reichte Guillaume de Nogaret, um zu sagen: Seht her, der Großmeister hat gestanden. Je nachdem, wie folterresistent die Templer waren, gestanden sie fast alle. Überall in Frankreich bekennen sich die Templer ausnahmslos zu einem oder mehreren Vorwürfen der Ketzerei. Man könnte sagen, bei so vielen Geständnissen wird da schon was dran sein. Oder man sagt, sie wurden gefoltert. Klar haben sie gestanden. Der Zusammenhang zwischen Folter und Schuldspruch ist klar. Die Templer sagten, was Philipp hören wollte. Dank der vielen unter Folter erpressten Geständnisse erringen Philipp IV. Und Guillaume de Nogaret ihren ersten Sieg. Das Ergebnis ihrer Untersuchung lassen sie in ganz Europa verkünden. Die Templer sind Ketzer und müssen ausgemerzt werden. Der Papst sieht sich in die Enge getrieben. Zwar hat der König ungesetzlich gehandelt, aber angesichts so schwerwiegender Geständnisse kann Clemens V. Nicht tatenlos bleiben. Am 22. November 1307 richtet er die Bulle Pastoralis Praeeminentiae an alle christlichen Könige Europas. Ich, Papst Clemens V., verlange und mahne, dass eure Edlen den Befehl geben, binnen eines Tages alle Templer eures Territoriums sowie ihre beweglichen und unbeweglichen Güter festzusetzen. Clemens V. war mit einer fast ausweglosen Situation konfrontiert. Die Templer waren bereits verhaftet worden. Viele der französischen Templer hatten unter Folter ein Geständnis abgelegt. Er versuchte wahrscheinlich, zumindest einen Teil von ihnen zu retten. Because the Templars of France
Für die meisten Templer Frankreichs bestand allerdings kaum eine Chance, den Prozess zu umgehen und damit wohl auch dem Tod zu entkommen. Die übrigen europäischen Herrscher sind skeptisch, was die Schuld des Ordens angeht. Überall werden die Templer verhaftet, befragt und vor Gericht gestellt. Doch das Ergebnis fällt immer gleich aus. Es findet sich nichts, was man ihnen vorwerfen könnte. Als der Papst dazu aufrief, den Templern den Prozess zu machen, wurden sie in mehreren Ländern vor Gericht gestellt. Unter anderem im Königreich England, im Königreich Aragon, in Teilen Deutschlands und Italiens. Und nirgendwo gab es ein Geständnis. Also nimmt Papst Clemens V. im Sommer 1308 das Recht wieder in seine Hände. Er ernennt eigene Ermittler und bittet König Philipp, die gefangenen Templer von ihnen befragen zu lassen. Die Männer des Königs wählen 72 Gefangene aus, um sie nach Poitiers zu bringen. Die höchsten Würdenträger des Ordens, darunter auch Großmeister Jacques de Molay, werden in der Festung von Chinon verhört. Durch die Verhöre in Poitiers erkannte Clemens V., dass die unangemessenen Handlungen, derer die Templer beschuldigt wurden, offenbar Teil eines bestimmten Brauchs waren. Das Dokument spricht von Usus Ordinis Nostri oder Modus Ordini Nostri. Das ist eine Art militärischer Ritus, der aber nichts mit Theologie oder heretischen Lehren zu tun hatte. Der Papst war überzeugt, dass die Templer Fehler begangen hatten, indem sie diese unangemessenen Zeremonien tolerierten. Aber auch, dass diese Fehler nicht ketzerischer Natur waren. Nach Abschluss der Verhöre lässt der Papst sein Urteil über die Würdenträger des Templerordens niederschreiben. Das Original dieser Schrift ist als das Pergament von Chinon bekannt und galt bis Anfang des 21. Jahrhunderts als verschollen. Der Wortlaut lässt keinen Raum für Zweifel. Papst Clemens V. erteilt den höchsten Mitgliedern des Templerordens die Absolution. Das angeblich begangene Unrecht ist damit vergeben und vom Papst selbst für nichtig erklärt. Wir gewähren Jacques de Molay, dem Großmeister des Ordens, die kirchliche Absolution. Wir nehmen ihn wieder auf in die Kirche. Wir nehmen ihn wieder auf in die Gemeinschaft der Gläubigen und erlauben ihm erneut, die kirchlichen Sakramente zu empfangen. 1309 wird eine päpstliche Kommission mit dem Prozess gegen die Templer betraut. Ihre Mitglieder hören Hunderte von Gefangenen und Zeugen an. Diesmal sagen die Kreuzritter vor den Gesandten des Heiligen Stuhls aus. Da sie nicht gefoltert wurden, sich nicht in der Gewalt des Königs befanden und entsprechend frei aussagen konnten, nahmen die meisten Templer ihre Geständnisse zurück. Sie erzählten von ihrer Initiation und alles erschien normal. Dutzende von Templern sagten vor den Kardinälen der päpstlichen Kommission aus. Sie beschrieben die erlittenen Qualen und Entbehrungen, davon ohne Essen und Wasser in einem Brunnenschacht gesperrt gewesen zu sein. Sie berichteten, wie sie abmagerten und bluteten. Im krassen Gegensatz zu den ersten Verhören gaben die Templer keine der ihnen vorgeworfenen Verfehlungen zu und sprachen von falschen Anschuldigungen. Ganz allmählich formiert sich die Verteidigung des Ordens. Als eine wachsende Zahl von Templern ihre Geständnisse widerruft,
schlagen Philipp der Eiserne König und Guillaume de Nogaret zurück. Gnadenlos. Die Rechtsexperten des Königs argumentierten, dass den geständigen Templern verziehen worden sei. Durch ihr Leugnen seien sie aber rückfällig geworden. Sie hätten sich also wieder der Ketzerei zugewandt und verdienten den Tod auf dem Scheiterhaufen. Il mérite le bûcher. 54 Templer, die ihre Geständnisse widerrufen haben, werden im Mai 1310 an der Pariser Porte Saint-Antoine auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Bewegung zur Verteidigung des Ordens, die von den Templern ins Leben gerufen wurde, kam über Nacht zum Stillstand. Die Drohung, alle hinzurichten, die ihre Aussagen zurückziehen, erfüllte ihren Zweck. Niemand wollte den Orden noch verteidigen, niemand wollte die Wahrheit sagen. Philipp IV. Hatte gewonnen. Die ersten Hinrichtungen sollten Druck auf das Papsttum ausüben. Der König zeigt, dass er nicht nachgibt. Der Papst musste sich also an den Gedanken gewöhnen, dass man die Templer für schuldig befinden würde. Die Templer-Affäre bringt Clemens V. zunehmend in Bedrängnis. Er ist zwar von der Unschuld des Ordens überzeugt, aber die Hartnäckigkeit des französischen Königs bedroht die Legitimität des Papstes. Papst Clemens musste einsehen, dass es zu spät war. Die ungeheuerlichen Anschuldigungen verbreiteten sich rasend schnell in ganz Europa. Es war ein Schock für die Menschen zu hören, dass diese großartigen christlichen Ritter derart bizarre und unchristliche Dinge taten, in ihren Initiationsriten und in anderen Aspekten ihrer spirituellen Praxis. Am 16. Oktober 1311 tritt das Konzil von Vienne zusammen. Die gut 120 Teilnehmer entscheiden über Schuld und Unschuld der Templer. Eine Kommission prüft die Unterlagen sämtlicher europäischer Prozesse gegen Mitglieder des Ordens. Philipp IV. Will um jeden Preis verhindern, dass die Templer als unschuldig anerkannt werden. Er reist persönlich nach Vienne, um den Papst unter Druck zu setzen. 6 Monate nach Beginn des Konzils kapituliert Clemens V. und stellt den Prozess ein. Da der Orden dem Papst direkt unterstellt ist, entscheidet er allein über dessen Auflösung. Es gab nichts, was der Papst tun konnte, um den Orden zu retten. Irgendwann hat er widerwillig gesagt, na gut, dann müssen wir den Orden wohl auflösen. Philipp der Schöne saß ihm permanent im Nacken. Ich glaube, der Papst wollte die ganze Angelegenheit einfach beenden. Das konnte er nur, indem er die verurteilten Templer opferte, statt sie weiter zu verteidigen. Für die Kirche war es bequemer, wenn der Orden sich einfach auflöste. Am 22. März 1312 unterzeichnet der Papst die Bulle Vox in Excelso und löst den Templerorden offiziell auf. Die Schwere des Skandals und die schrecklichen Missetaten so vieler Ordensbrüder bewegen uns zu der folgenden Entscheidung. Mit traurigem Herzen heben wir den Orden der Templer, seine Regel, seinen Habit und seinen Namen durch ein unverletzliches und ewiges Dekret auf. Und wir verbieten gänzlich, dass von nun an jemand in den Orden eintritt, seinen Habit annimmt oder sich als Templer verhält. Wer dem zuwiderhandelt, wird mit der Strafe der Exkommunikation belegt. Weniger als 2 Monate später verkündet Papst Clemens V. in der Bulle Ad Providam, was aus dem Besitz des Ordens werden soll. Alle ihre Besitztümer, ob in Übersee oder auf dem Kontinent, in jedem Teil der Welt, ihre Dörfer, Ländereien, Scheunen, Orte, Gerichtsrechte, Einkünfte und alle anderen beweglichen und unbeweglichen Besitztümer der Templerhäuser gehen an den Orden des heiligen Johannes von Jerusalem.
Der französische König Philipp IV. Geht also leer aus. Sämtliche Reichtümer erhält ein anderer religiöser und militärischer Orden. »192 Jahre nach der Gründung im Heiligen Land verschwindet der Templerorden. Keine 5 Jahre nach der spektakulären Verhaftung der französischen Templer durch Philipp IV. Im Jahr 1314 wird über das Schicksal seiner Würdenträger entschieden. Darunter Hugues de Perrault, Visitator des Ordens in Frankreich, Geoffroy de Gonville, Präzeptor von Aquitanien und Poitou, Geoffroy de Charnay, Präzeptor der Normandie, sowie der 23. und letzte Großmeister, Jacques de Molay. Jacques de Molay wartete seit seiner Verhaftung darauf, den Papst zu sehen. Er hüllte sich in Schweigen und erklärte nur: Ich will mit dem Papst sprechen und ihm mein Handeln erklären. Aber der Papst kommt nicht. Er schickt lieber seine Kardinäle. Am 11. März 1314 werden Jacques de Molay und die 3 anderen verbliebenen Würdenträger von den Männern des Papstes vorgeladen. Der Großmeister Jacques de Molay war 7 Jahre im Kerker. Er war sicher ein verwirrter alter Mann. Und nun wurde er vor die Wahl gestellt, sich erneut schuldig zu bekennen oder auf dem Scheiterhaufen zu brennen. Als die 4 Würdenträger ihre Geständnisse erneuern sollen, werden sie zur Urteilsverkündung auf den Platz vor Notre-Dame gebracht. Es herrscht absolute Stille, als sie vor den Augen der Pariser Bürger zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Doch zur allgemeinen Überraschung ändern Jacques de Molay und Geoffroy de Charnay ihre Meinung und ziehen ihre Aussagen zurück. Sie bestreiten die Vorwürfe. Jacques de Molay und Geoffroy de Charnay widerriefen ihre Geständnisse vor der päpstlichen Kommission, den Höflingen und den Bürgern der Stadt. Das war ihr Todesurteil. Philipp IV. Wird umgehend informiert. Ohne die Einwilligung der Kardinäle abzuwarten, lässt er am Ende der Ile de Javiot einen Scheiterhaufen errichten. Jacques de Molay und Geoffroy de Charnay werden dort noch am selben Abend verbrannt. Jacques de Molay weigerte sich erneut zu gestehen und wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das ist tragisch, aber äußerst symbolträchtig. Es scheint fast, als wäre sein Gang auf den Scheiterhaufen das Einzige, was er noch tun konnte, um dem französischen König eins auszuwischen. Sein letzter Trumpf. Ein Gedicht von Geoffroy de Paris, Poet und Schreiber in der königlichen Kanzlei, berichtet von den Ereignissen dieses Tages. Ohne jede Angst entblößte sich der Meister, als sie ihn griffen und auf den Scheiterhaufen banden. Er sprach zu ihnen: Meine Herren, lassen Sie mich zumindest die Hände falten und zu Gott beten. Ich sehe hier mein Urteil. Wo zu sterben, steht mir frei. Gott weiß, wer Unrecht hat und wer gesündigt hat. Bald wird Unglück über die hereinbrechen, die uns fälschlich verurteilen. Gott wird unseren Tod rächen. Herr, wisse, dass in Wahrheit alle, die gegen uns sind, von uns zu leiden haben werden. Er sagt, dass Gott am Ende erkennt, wer Gutes und wer Böses getan hat. Er spricht vor Gott, aber auch für die Nachwelt. Um seiner selbst, aber vor allem um des Ordens willen, dem er sich voll und ganz verschrieben hat.
Lange danach kursiert die Legende von einem Fluch. Er trifft diejenigen, die für den Untergang der Templer verantwortlich sind, und geht auf die Worte Jacques de Molay's zurück. Jacques de Molay soll Philipp IV. Und Papst Clemens verflucht haben. Tatsächlich starb der Papst im Monat darauf und Philipp bei einem Jagdunfall im November. Das Königreich schien eine glänzende Zukunft zu haben, doch es kam anders. Mit einem Mal war der König tot und auch seine drei Söhne und Nachfolger starben ungewöhnlich schnell. Und dann schlitterte Frankreich in die Krise. Die Militärmacht wurde von England besiegt. Zu allem Übel brach auch noch der Schwarze Tod aus. Viele Chronisten des 14. Jahrhunderts sahen die Kapetinger als verfluchte Könige. Sämtliche Söhne König Philipps sterben so schnell, dass es scheint, als würde die Familie ausgelöscht. Fast wie die Rache der massakrierten Templer. Das heroisierte Ende Jacques de Molay's, der plötzliche Tod von König Philipp IV. Und Papst Clemens V., die Legenden um den Aufstieg und den Fall der Templer. All das befeuert jahrhundertelang die wildesten Mythen um den geheimnisvollen Orden. Dieser Orden stand während der Kreuzzüge für einen langen Zeitraum im Zentrum der Beziehung zwischen Christentum und Islam. Er griff im Namen Christi zur Waffe. Für viele Menschen ein Widerspruch. Er gab sich geheimnisvoll. Und letztlich wurde er wegen des Vorwurfs der Ketzerei aufgelöst. Vieles daran fasziniert die Menschen. Die fantastischen Geschichten über Templermythen und Templerschätze sind daher nicht überraschend. Allerdings gibt es für diese Mythen so gut wie keine Belege. Manche hoffen dennoch, einen verborgenen Schatz dieses Ordens zu finden, der um 1118 von ein paar Rittern im Heiligen Land gegründet wurde. Die Geschichte dieser geheimnisvollen Soldatenmönche wird Historikerinnen und Historiker jedenfalls auch weiterhin beschäftigen.